Herzlich willkommen. Ich bin Sabrina Gundert, begleite Menschen dabei, ihren eigenen Weg zu finden und zu gehen und möchte mir heute mit dir einmal anschauen, warum es sich lohnt, dem eigenen Weg zu folgen. Bei mir war es so, dass ich eigentlich einerseits mit 9 Jahren schon wusste, was ich machen will. Ich wollte Nonne werden und Bücher schreiben. Diese zwei Fäden, die Spiritualität und das Schreiben, ziehen sich durch mein gesamtes Leben. Und doch wollte ich nach dem Studium Geografie und gleichzeitig eine Journalistenausbildung habe ich gemacht, wollte ich nach dem Studium einfach nur einen sicheren Job. Ich wollte nie selbstständig sein, habe da gar nicht dran gedacht und habe somit mir einen Job in einem Amt angeguckt als Geografin. Doch egal welches Praktikum ich damals zwischen dem Bachelor- und Masterstudium gemacht habe, ich habe immer nur mehr gemerkt, das ist es nicht. Es fühlte sich irgendwie leer an, ohne Sinn. In dem ersten Amt, da haben die Menschen gefeiert, wenn sie gekündigt wurden. Und ich hatte vorher gehofft, da einen Job zu kriegen und dachte nur, oh mein Gott, das kann es doch nicht sein. Ich bin danach für eine Woche in ein buddhistisches Seminarzentrum gegangen, habe dort mitgewohnt, mitgearbeitet, Seminare besuchen können, weil ich irgendwie mal was anderes machen musste, um wieder näher dran zu sein am Leben. Um eine Ahnung zu bekommen, was ist das denn eigentlich? Wo will ich denn hin? Es hat dann ein halbes Jahr gedauert, viel Ausprobieren dazwischen, immer wieder feststellen, das ist es nicht, das ist es nicht, das ist es nicht. Bis ich auf einem autofreien Berg in der Schweiz saß, in einem Meditations- und Retreat-Zentrum. In der Stille, Kuhglockengeläut quasi hier hinter mir, ein Gebirgsbach, der Blick so vorne auf die Alpenkette und den Vierwaldstätter See und aufgeschrieben habe, was ich machen werde. Ich werde mich selbstständig machen, ich werde Bücher schreiben. Ich werde damals noch mit kreativen Schreibwerkstätten Menschen begleiten. Und auf einmal stand alles da, sogar der Name von meiner ersten Website handgeschrieben.de. Und ich saß da und staunte, weil ich all die Zeit, die Monate vorher nur wusste, was ich nicht will, aber keine Ahnung hatte, wo mein Weg weitergehen könnte. Und das war damals der Ausgangspunkt, der Beginn für meine Selbstständigkeit. Nicht immer rosig und mit Unterstützung aller. Und doch habe ich damals gemerkt, das ist das, was ich in die Welt zu bringen habe. Das ist jetzt 8 Jahre her und im ersten Jahr habe ich dieses Buch geschrieben auf dem Herzensweg, Lebensgeschichten spiritueller Frauen, mit 10 Frauen, mit ihren Lebensgeschichten, die alle diesem Ruf ihres Herzens gefolgt sind, mit allen Höhen und Tiefen. Ganz einfach, weil mir die Vorbilder gefehlt haben. Mir haben die Menschen gefehlt, die mir Mut gemacht haben, diesem eigenen zu trauen und so habe ich diese Frauen besucht und ihre Geschichten aufgeschrieben. Aus diesem Buch und nachher aus dem zweiten erschienenen Hab Mut und Geh, das Herzensweg Praxisbuch, ist dann eigentlich so entstanden, dass ich inzwischen jetzt seit 8 Jahren Menschen begleite, ihren eigenen Weg zu finden und zu gehen. Was ich dir von meinem Weg mitgeben kann und was ich immer wieder auch in der Begleitung anderer Menschen erlebe, ist, also die Antwort auf die Frage, warum lohnt es sich überhaupt, diesen Weg zu gehen, der ja oft von vielleicht erstmal Hindernissen, Ängsten, Zweifeln geprägt ist, vielen Fragen, dass es doch letztendlich der Weg ist und ich glaube letztendlich der einzige, der uns wirklich zu einer tiefen Ruhe und einem Erfülltsein führt. Weil wir wissen, warum wir hier sind, was wir einzubringen haben, weil wir das in diese Welt einbringen, von dem wir merken, ja, das ist es. Deshalb bin ich gekommen auf diese Welt. Das ist vielleicht mein Seelenauftrag, mein Potenzial, wie auch immer du es nennen magst. Das erfüllt mich, das gibt mir Sinn. Und ich erlebe das immer so, gerade wenn mein Leben vielleicht mal herausfordernd ist, dass das, was ich tue, das ist, was mich auch durchträgt, weil ich weiß, warum ich es tue, wofür ich es tue, weil es mir einen Sinn gibt und weil es mir eine große Freude macht, weil es in Resonanz geht mit den Menschen. Und wenn wir nicht unserem Weg folgen, wenn wir nicht unseren Platz in dieser Welt einnehmen, tut es niemand für uns. Nur wir können, nur du kannst mit dem, was du in dir trägst, deinen Platz in der Welt einnehmen. Es mag sich manchmal anfühlen wie so ein Mini-Mosaiksteinchen und doch ist da eben eine Lücke, wenn du dieses Mosaiksteinchen nicht ausfüllst. Und ja, das kann zugleich eine Motivation sein und eine Erinnerung. Dass jede und jeder von uns zählt, dass es einen Wert hat, wertvoll ist, wenn wir uns auf die Forschungsreise machen, Forscherinnenreise, Forscherreise. Was ist das, was ich einbringen will in diese Welt? Was zieht, was ruft mich
Vielleicht schon viele, viele Jahre seit meiner Kindheit oder ganz aktuell, wenn wir es wagen, diesem etwas zu folgen. Und du musst dafür nicht gleich kündigen, du musst dein Leben nicht gleich um 180 Grad umkrempeln. Kannst du, musst du aber nicht. Sondern vor allem diesem Deinen, was du in dir spürst, erst einmal Raum zu geben. Eine Stunde die Woche beispielsweise, je nachdem, was für dich passend ist. Dir überhaupt zu erlauben, den Gedanken zuzulassen, dass du auf dieser Welt einen Unterschied machst. Dass es wichtig ist, dass es dich braucht für das Gesamtgefüge, dass es sich lohnt, für dich selber deinen Weg zu gehen, weil es dich erfüllen wird, weil es dir Kraft schenken wird, weil du spüren wirst, ja, ich bin richtig hier an diesem Platz. Und dass es eingebettet in ein größeres Ganzes auch einen Sinn macht, weil du dir erlaubst, deinen Platz einzunehmen und sichtbar in der Welt zu stehen und zu wirken. Ja, ich freue mich auf dich. Ich freue mich auf dich in dieser Welt. Ich freue mich, vielleicht von dir zu hören, wie es für dich weitergegangen ist, als du dich auf die Forschungsreise gemacht hast, wenn du Lust hast, es auszuprobieren. Und was sich für dich in deinem Leben heilsam, wertvoll, wirkungsvoll gewandelt hat, ab dem Moment, wo du begonnen hast, dich ernst zu nehmen mit dem, was dich anzieht, mit deiner Sehnsucht und deinem Weg zu folgen. Schön, dass du hier bist.